Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Witthus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn ich fahre heute Taxi. Startup Taxi, das ist der Kanal von André Wollin und der ist so etwas wie das Aushängeschild der Bremer Startup-Branche. Unter anderem veranstaltet er das GNGX-Festival in der Überseestadt und ich gehe jetzt einmal runter und steig zu ihm ins Auto. Moin Dennis! Moin! Grüß dich! Ja, ich sitze jetzt bei dem André im Auto und was ich besonders bewundere, das ist seine Kamera hier. Das ist die Legria Mini und die ist hier wirklich kreativ befestigt, nämlich falsch rum. Da musst du das Bild ja drehen beim Bearbeiten. Das macht die ja automatisch. Das macht die automatisch. Ja, die hat da irgendwie, wenn du das Display so rum rausklappst, dann dreht die das Bild schon. Ey, der André kennt sich richtig aus. Das wusstest du noch gar nicht? Ich habe sie noch nie andersrum gehalten. Das solltest du mal probieren. Ja, das ist ganz neue Funktion meiner Kamera, lerne ich hier durch dich kennen. Dann kriegst du ganz andere Videos nochmal. Du hast ein neues Auto hier. Ja, das stimmt. Das kennst du noch nicht, ne? Nee, das ist ein S-Klasse-Taxi. Wow. 30 Jahre alt. Wow. Und fährt immer noch seidenweich, wie damals. Vor allen Dingen wie damals. Hier, das kannst du deinen Leuten mal zeigen. Guck mal hier, was da drauf steht. Schnelle Hilfe zum Ortstarif. Diese Nummern gibt es ja gar nicht mehr. 030 gab es ja früher. Ja. Aber das Beste ist jetzt hier. Beim Anruf. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin steht da. Wie geil ist das denn? Ja, 89 vom Band gelaufen, ne? Ja, aber ich glaube, ich kann mir dich nur im Tesla vorstellen. Das ist, für mich gehört das einfach dazu. Ich glaube, wir müssen umsteigen, Dennis. Macht jedes Mal wieder richtig Bock. Na Leute, dass es das Startup Taxi gibt, das ist, daran ist maßgeblich auch Dennis. Ja. Doch, ist so. Doch, es ist so. Weil ich habe dir am Anfang von der Idee erzählt, du fandst es cool. Und ich war noch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen soll und so. Und da meinte Dennis, ja, mach das auf jeden Fall. Der Anfang ist schwer, aber du musst da dranbleiben. Und dann hast du mir alles gesagt, was du am Anfang halt schwierig fandst. Das hat mich unglaublich motiviert, das jetzt hier durchzuziehen. Und ich habe jetzt so einen Spaß daran. Und deshalb bin ich dir dafür total dankbar. Und dann hast du mich immer wieder ermutigt. Wir haben ja oft telefoniert oder uns getroffen und gesagt, dass ich da dranbleiben soll. Hast die ersten Videos gesehen, hast gesagt, das ist gut, mach weiter so. Dann gab es irgendwie auch mal blöde Kommentare und hast du gesagt, ach, das ist Quatsch, da brauchst du gar nicht hinhören. Das ist gut, so wie du das machst, mach das einfach weiter. Und das war für mich sehr wichtig. Also ich finde dieses Startup-Taxi, finde ich ein super Format. Toll fand ich das, ich war jetzt beim Wattenschlick-Festival, da war gutes Wetter, aber ich musste immer an ein Video denken mit der Robberbüchse. Der Robberbüchse und Angelika Hansen, ja. Ja, genau. Du hast viele von der Höhle der Löwen hier gehabt. Wie ist das da im Fernsehen? Ist das alles gefaked? Ist das alles echt? Bringt das die Leute wirklich voran, Höhle der Löwen? Da würde mich deine Einschätzung mal interessieren. Also so zusammenfassen, weil du hast recht, ich habe da jetzt ja schon mit einigen gesprochen, würde ich sagen, wenn du ein Produkt hast, was für den Endkunden auch richtig interessant ist, dann gibt es da wirklich eine richtig krasse Wirkung, das pusht dich so nach vorne, weil du musst dir vorstellen, sitzen ja jetzt mittlerweile Millionen vorm Fernseher, ich glaube 4-5 Millionen oder mehr Einschaltquote. Ja, oder 5 so. Ja, und wenn das wirklich ein Produkt ist, was für Leute interessant ist, wie jetzt hier dieses Go Simply, dieser Heckklappenöffner, fast jeder hat ein Auto, ne? Alle Leute, die dazu gucken. Und das hat er mir ja gerade gesagt, die Webseitenzugriffe 1 Million in 24 Stunden. Also allein die Teilnahme bringt die Leute voran, krass. Ob die nun investieren oder nicht. Genau, genau. Und darauf zielen auch viele ab. Ja. Du musst aber, das habe ich jetzt auch ein paar Mal mitbekommen, du musst schon ein bisschen zittern, wenn du den Deal nicht annimmst, ob die es dann ausstrahlen. Dann muss der Unterhaltungswert schon sehr hoch sein, dass sie dann sagen, ja, wir strahlen das aus. Denn die haben so viel Material, dass sie auch einige Folgen einfach zurückhalten und gar nicht ausstrahlen. Die nehmen wirklich nur die, wo der Unterhaltungswert hoch ist und im Wesentlichen natürlich die, wo der Deal zustande gekommen ist. Ja. Das heißt, wenn du es darauf anlegst und sagst, naja, ich will diese mediale Aufmerksamkeit mitnehmen,
aber ich will den Deal eigentlich nicht annehmen, und das weißt du von vornherein, dann kann es sein, dass diese ganze Arbeit, und das ist wirklich eine Menge Arbeit und viel Zeit, die da reinfließt, dass das dann für die Katz ist. Und zu deiner Frage mit dem, was ist daran vielleicht gefaked oder so, also klar, die drehen da 2-3 Stunden und wir sehen dann nachher 10-15 Minuten. Kannst ja so, schneidest selber deine Videos und weißt, wie du das zusammenschneiden kannst und welche Spannung da aufgebaut werden soll oder welche Storyline. Also, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Originalvideo interessiert, wie wir beide hier Startup-Taxi im Tesla gefahren sind, dann könnt ihr das Video hier sehen. Ich verlinke es hier einmal. Das gibt's also schon. Und gebt einen Daumen hoch für den André, für den Kanal Startup Taxi. Ja, und für dich auch. Ja, und tut mir einen Gefallen, wir sind jetzt bei 580 Abonnenten, bist du, ne? Ja. Gebt doch dem André mal einen richtigen Schub. Mal gucken, wie viel Daumen, wie viel Abos wir jetzt hier generieren. Da bin ich gespannt. Also, ja, mich würde es auch freuen, wenn ihr sagt, das war ein ganz gutes Video oder die beiden haben da was Interessantes rübergebracht. Wenn ihr da auch nochmal bei mir im Startup-Taxi mit reinschaut, ich freue mich über jeden von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Dennis Wittus. Mein Name ist André Wollin. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren. Also, bis dann. Bis bald, Leute. Und tschüss.